Hallihallöle, ich bin Laura. Herzlich willkommen zu den Nosi Rosi. Wie man vielleicht hört, also ja, ich bin Laura und ich komme übrigens immer am Donnerstag, meistens zumindest. Ich, Entschuldigung, das soll jetzt nicht so offensiv sein, aber ich muss schon sagen, dass ich momentan ein bisschen erkältet bin und dass ich mich extra heute für euch trotzdem vor der Kamera gewagt habe, zwar mit der Mütze, weil ich bin immer noch ein bisschen empfindlich an der Ohren und drum tue ich halt jetzt Mütze auflassen. Mein Dialekt hat sich auch ein bisschen geändert. Das ist immer, wenn ich krank bin, rede ich eben den. Was das jetzt genau ist, weiß ich auch nicht so genau. Aber ich sage dazu immer Heinz Becker Dialekt. So kommen wir zum Thema. Eigentlich ist es ja wirklich ein ernstes Thema und was ich auch sage jetzt, auch wenn es sich jetzt ein bisschen komisch anhört, ich meine das auch, ich tue das auch ernst meine. Also, das Thema ist nämlich, woher kommt Homosexualität? Ich kann euch einfach erzählen, woher meine Homosexualität kommen tut. Erstmal Schluck Ingwertee nehme, also der wirkt wirklich Wunder, muss ich euch sagen. Wahnsinn. Weil sonst hätte ich heute nicht vor der Kamera drehen können. Danke also für den Tipp. Und ja, was wollte ich jetzt sagen? Eben, über meine Homosexualität wollte ich reden. Also die Sarah hat es ja schon richtig schön gut aufgerollt, das Ganze. Dass es eigentlich immer so drei Favorite gibt, wo man sagt, ei, daher tut jetzt Homosexualität komme. Das erste ist, wenn man Probleme, glaube ich, in der Kindheit gehabt hat. Oder ja, irgendwie dass es irgendwie in der Kindheit halt nicht gut gelaufen ist. Oder dann ist das zweite, dass es halt angeboren ist, von der Gene her. Und das dritte war jetzt, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ja, jetzt dass man im späteren Ablauf im Leben irgendwie ein einschneidendes Erlebnis hatte, dass man gesagt hat, naja, so, ich entscheide mich jetzt bewusst dafür, dass ich mit dem gleichen Geschlecht sexuell verkehren möchte. So, jetzt muss ich mal euch mal von mir erzählen. Jetzt haben wir die drei Methoden nochmal aufgezählt. Und ich kann euch eigentlich ganz klar von mir aus sagen, ich habe super Kindheit gehabt, außer dass ich vielleicht manchmal ein bisschen auf dem Schulhof Auseinandersetzungen gehabt habe. Und vielleicht ein bisschen pummelig gewesen bin als Kind. So. Aber sonst habe ich eine wunderbare Kindheit gehabt. Ich habe eine Mama und einen Papa gehabt und habe sie immer noch und habe sie auch sehr, sehr lieb. Mein Papa ist ein richtiger, gestandener Mann. Und eine Mama, die war eine ganz fürsorgliche Mama, war bei uns ganz normal alles gewesen. Also was, wenn man das normal nennen kann, gell? In den Genen weiß ich nicht. Ich habe keine Zwillingsschwester. Ich habe eine Schwester, aber die ist nicht homosexuell. Und so und in der Familie habe ich auch niemanden kennt, der jetzt homosexuell ist. Und auch, ich bin auch nicht beeinflusst worden von irgendwas, weil ich habe gar keinen Kontakt zu Homosexuellen gehabt. Weder im Fernsehen, also weder im Fernsehen, noch im Radio, noch auf der Hörspielkassette. Entschuldigung, ich glaube, das sind immer noch die Nachwirkungen vom Fieber. Naja, und auf jeden Fall kann ich da sagen, das ist einfach, dass ich bin da überhaupt nicht beeinflusst worden. Oder dass mir jemand gesagt hat, du, homosexuell sein ist so toll, musst du jetzt auch machen. Das hat damit jetzt nichts zu tun oder auch nicht unbedingt, dass ich immer nur, dass mich ein Mensch überzeugt hat oder so. Ich habe jetzt gemerkt, dass es in mir ist und dass es ganz von alleine auftaucht. Also ich bin der Meinung, dass man den Ansatz von der Homosexualität auf jeden Fall, also meine Meinung, auf jeden Fall in sich hat, trägt. Ansonsten kann das gar nicht kommen. Schlussendlich ist es halt so, dass man es nicht genau weiß und jeder denkt ein bisschen anders. Und ich bin halt der Meinung, dass, also ich kann nur von mir erzählen und ich kann sagen, dass es auch eine Zeit gegeben hat bei mir, wo ich gesagt habe, ja, verdammt nochmal, ich will jetzt aber nicht homosexuell sein. Ich habe eine andere Idee mit meinem Leben und so.
Ich möchte unkomplizierte Familienkonstellation haben. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt will ich nicht. Aber das ist trotzdem immer wieder gekommen. Und ich habe es dann irgendwie mal, endlich ist es mir in meinen Kopf rein, wo ich gemerkt habe, du Laura, pass mal auf, das ist ein Teil von dir, du kannst nicht einfach sagen, so, ich schneide mir jetzt den Arm ab. Weil der gehört nicht zu mir, der gehört zu mir und nur so kann ich mit meinem Arm zusammen schaffen. Versteht ihr, was ich du meine? Und ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Aber es hat mich natürlich gefreut, euch das mal erzählen zu können. Und ich muss euch eigentlich genau die gleiche blöde Frage, nicht, das blöd ist nicht, aber Frage stellen. Glaubt ihr daran, dass Homosexualität in einem Reife tut oder ob sie schon von Anfang an da ist? Wenn es nicht die Gene sind, was macht denn ein Mensch schwul oder lesbisch? Das würde mich mal interessieren, was da die äußeren Einflüsse sind. Ich danke euch recht herzlich für die Aufmerksamkeit und ich kann euch garantieren, dass ich nächste Woche wieder gesund bin und wenn nicht so reden wird. Obwohl, mal schauen, ich weiß noch nicht so genau, was gesund bin ich. Vielleicht nehmen wir nächste Mal an der Dialekt, gell? Also, ich liebe euch, kann euch gern. Und ich trinke jetzt noch mein Ingwertee fertig. Also, tschüssi, mach's gut.